Oh, I'm so fucking tired. It's the time of the month. Hi. Hey, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und für die, die neu sind, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lina und das ist meine kleine Welt. Und wie man vielleicht an meiner Stimme hört, ist sie noch nicht ganz richtig wach. Und ich bin, oh Gott, und ich bin auch noch nicht richtig wach, aber mein Körper so, boah, kein Bock auf Coffee, kein Bock auf Energy. Ja, aber ich wollte, glaube ich, tausend Sachen sagen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ja, ich habe mal wieder was gegen das Big Set gemacht und bin ein Material Girl. Also habe ich einmal bei Beauty Bay bestellt und ich habe noch ein Paket von Love bekommen. Und die Sachen probieren wir jetzt mal zusammen aus. Kleine Note am Rande, ich habe ja noch letzte Woche gesagt, wenn das Video online kommt, also das letzte, ist mein neues Handy hoffentlich da. Fun Fact, das ist immer noch nicht da. Soll jetzt nächste Woche kommen. Und die Sache, die ich auch noch, weil ich ja ein Material Girl bin. Was machen wir, wenn wir traurig oder aufgewühlt sind? Click Add to Cart. Richtig, ich habe vielleicht auch noch ein 140 Euro Ringlicht gekauft. Das kommt hoffentlich morgen. I'm sorry. Aber andersrum bin ich auch nicht sorry, weil ich wollte schon richtig lange ein Ringlicht haben, weil mich irgendwie dieses Beleuchtungsding immer noch so ein bisschen abfuckt. Aber ich auch keinen Platz für Softboxen habe eigentlich, weil die halt in der Aufbewahrung sehr, sehr viel Platz nehmen. Ja, mal gucken, ob das Ringlicht das Problem löst dann hoffentlich. Also, aber es ist cool, weil es hat so verschiedene Modi und so. Und ich glaube, das ist für TikTok richtig geil. Ich habe mich gerade so ein bisschen Spaß an TikTok. Also, folgt mir auch da sehr gerne, wenn ihr es noch nicht tut. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir mit den Paketen an. Im Laufpaket weiß ich, sind Lippenstifte drin. Das ist nämlich das neue Quadro-Bundle-Set, was auch immer. Das machen wir dann am Ende. Erstmal machen wir einmal, oh, ich muss es mal so rumdrehen, Beauty Bay. Oh Gott, Wackel. Oh hey you. Oh ja, oh hey me. Da gab es ordentlich Rabatt auf Paletten und überraschenderweise waren da Paletten bei, die ich noch nicht, beziehungsweise waren da einige der Paletten bei, die ich schon lange geliebt oder gehabt, aber die sehr oft immer wieder ausverkauft waren, wo ich dann sie kaufen wollte. Und jetzt gab es die. Unter anderem ein absoluter Klassiker, den ich noch nicht besessen habe. Zum einen die Carnival 3 Palette. Ich habe ja die 2er. Die Carnival 3 ist ja auch ziemlich geil. Vor allem, weil die so schöne Pink- und Violett-Töne hier hat. Das ist halt bei der so geil. Deswegen wollte ich die unbedingt aber nochmal haben. Auch wenn ich das Packaging, ich mag das irgendwie nicht. Mir ist da zu viel los einfach. Ich hätte die besser gefunden, wenn die hier halt nur dieses Gold und dieses Schwarz-Weiß-Muster gehabt hätte. Das hätte mir besser gefallen, auch wenn es dann zum Innenlayout nicht wirklich gepasst hätte von den Farben. Aber das ist mir irgendwie zu viel los. I don't know. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geile bunte Farben. Sollen sehr, sehr gut performen. Ich habe gehört, nicht ganz so flawless wie die in der 2, was aber auch an den Farben liegt, weil die einfach schwieriger sind. Dann ein Klassiker, den ich schon immer, immer, immer kaufen wollte. Die von Beauty Bay, die Wilderness Palette, die auch sehr, sehr oft ausverkauft war. Die ist übrigens super fett eingepackt und die ist sehr, sehr hübsch. Hier mit so Goldpünktchen. Oh, diese Farben. Die ist so schön. Ich glaube, die werden wir auch gleich benutzen. Komm, das letzte zeige ich euch später. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Wilderness Palette an, weil ich die so wunderschön finde. Und grün bietet sich ja irgendwie an. Aber ich bin gerade am überlegen, ich habe in letzter Zeit so viel grün gemacht. I don't know. Habe mich noch nicht entschieden. Naja gut, dann mache ich jetzt erstmal hier Klick und Klick. Oder doch keine. Oh, die Entscheidung, ne? Boah, schwer. Nee, komm, ich glaube, ich gehe hier in die Wilderness. Doch, ja, ja, ich finde die gut. Aber erstmal nehme ich einmal ein bisschen Primer. Weil bei Beauty Bay weiß ich tatsächlich nicht, wie die Qualität von Lidschatten ist, weil ich hatte von denen noch nie eine. Aber Be Perfect, we know, it's, ja, ist auf jeden Fall gut. Warum habe ich eigentlich meine Wimpern getuscht? Bin ich einfach dämlich? Ja, anscheinend schon. Das war nicht sehr klug. Okay, dann gehen wir jetzt mal, ich würde sagen, in Marigold. Dieses Senfgelb. Eventuell ein bisschen dunkler, I don't know. Und ich versuche mal diesen Spiegel hier gleich mitzubenutzen, warum nicht? Oh, Folie. Geh ab. Flup. Ich glaube, Swatches braucht ihr bei der Palette nicht mehr, weil die ist schon älter. Also, okay, es ist pigmented. Ich habe ein ganz bisschen genommen. Jetzt gar nicht so erwartet, unbedingt. Okay, also ich muss wirklich sagen, es geht super, super einfach und sehr schnell. Es kommt gut Pigment ab, aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie das Gefühl hat, schmeißt sich tot, sag ich mal. Jetzt muss ich nur noch wieder hinkriegen, dass die Form halbwegs dieselbe wird. Ist jetzt erstmal sehr einfach verblendet. Das hat so 2 Minütchen gefühlt nur gedauert. Jetzt gehen wir natürlich in die Farben, die vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Ich nehme hier mal so einen kleinen dickeren gebunden von BH mit Ellie zusammen, das ist die Nummer 5. Und gehe mal in Leaf. Oh, promising. Oh, okay, oha, okay. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, so krasse Pigmentierung habe ich nicht erwartet. Das ist schon sehr doll. Ich brauche tatsächlich, glaube ich, nochmal meinen anderen Blendepinsel so ein bisschen, um das einzublenden. Fuck, das war das falsche Grün. Abort Mission, stopp. Außerdem die falsche Farbe.
Leave, we need leave. Also die Farbe ist ein bisschen trocken. Das merke ich auch, wenn ich versuche zu blenden. Das ist so hauptsächlich mein Augenlid bewegt. Das ist das. Oh, okay, es ist. Oha, es ist. Oh, doch, es ist. Ja, ich packe jetzt mal ein bisschen Pigment erstmal drauf und versuche das dann gleich mit einem weicheren Pinsel mal zu verblenden, weil es funktioniert gerade nicht so gut. Ich hoffe, ich kann das gleich retten. Oh je. Aber ich finde die Farbe super geil eigentlich. Es wäre so schade, wenn das jetzt irgendwie hier voll die Katastrophe wird. Okay, versuchen wir das Ganze mal. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Marigold dann für meinen Blender, weil die Farbe lässt sich gut verblenden. Sorry, dass ich gerade hier so hart auf meinem Spiegel hänge. Ich muss gerade irgendwie erstmal gucken, dass das halbwegs sich verblendet, weil das ist tatsächlich gerade ein bisschen... Ja, also ich glaube, es ist jetzt deutlich besser und es gibt mir gerade Antidote-Vibes, also die Carnival Pier ist das ja dann eigentlich. War persönlich aber nicht so mein Ding, weil mir da zu viel Braun drin war. But that's just maybe my unpopular opinion. Ich weiß es nicht. Schreibt mir das uns mal sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Antidote findet oder fandet, als ihr sie das erste Mal gesehen habt oder ob sich die Meinung vielleicht mittlerweile geändert hat. Also ich glaube, ich habe es halbwegs gerettet. Blend ist jetzt nicht ganz so flawless, wie ich ihn gerne gehabt hätte, aber it's okay, I guess. Wieso habe ich hier Glitzer? Ich habe noch gar keinen Glitzer benutzt. Auch schön. Dann würde ich jetzt vielleicht nochmal mit Eukalyptus, auch wenn ich bei dem ein bisschen Sorge jetzt habe wegen der Blendbarkeit, nochmal reingehen und dann noch die Ecke ein bisschen damit verdunkeln. Ich nehme wieder diesen kleinen festgebundenen Brush und setze es jetzt einfach hier mal so hin. Mal gucken, wie gut das jetzt funktioniert. Okay, ich muss sagen, ich finde es nicht so dunkel wie im Pan. Der Unterschied zu Leave ist nicht so krass, wie ich gedacht hätte. Das ist einfach, was mir gerade als allererstes auffällt. Trotzdem sehr schönes, dunkles Grün, aber ein bisschen rausstichig. Das ist leider immer so ein bisschen das Problem, wo man häufig dann auch so, ich sag mal, den Preis merkt, gerade bei dunklen Grüntönen, dass die sehr häufig ins Graustichigere gehen, als wirklich in ein dunkles Grün. Aber gut. Also ich weiß nicht, wenn man es hier sehen kann, aber diese Kante, ne? Ich kriege auch nicht mehr weg. Ich kriege blinden wie bekloppt. Kriegt die nicht mehr weg. Ja gut, dann muss die da jetzt bleiben. Sehr frustrierend und sehr ärgerlich, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Schade. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe doch diesen Pinsel nochmal. Wo ist denn der? Ich versuche das jetzt aber mit noch einem sauberen Pinsel hier einfach nochmal zu blenden. Nee, wird nicht besser. Never mind. Eine Ewigkeit später. Ja, doch. Ja. Ja, es ist schön. Es ist halt nur irgendwie... Weiß nicht, ich wünschte, es wäre ein bisschen einfacher. Aber okay. Dann lassen wir das jetzt mal hier so ein bisschen so, wie es ist. Boah, diese Kante hier, ne? Die... Okay, das jetzt so zu kommen, wie es jetzt gerade ist, war schon sehr harte Arbeit. Gebe ich zu, es war harte Blendarbeit, aber es, glaube ich, hat ganz okay funktioniert. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Wasser und so einen kleinen Make-up-Korrigierer nochmal und mache mal eine Half-Cut-Crease vorne, weil wir haben hier einiges Schönes an Schimmern. Und da weiß ich tatsächlich schon genau, welche zwei oder vielleicht auch drei ich nehmen werde. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Schimmer jetzt performen werden. Nevermind, ich mache doch keine Half-Cut-Crease. Nee, und habe mich gerade umentschlossen. Nee, machen wir doch nicht. Wir machen direkt Schimmer und zwar mit dem Finger. Wir nehmen einmal Lime für Sander. Das sieht sehr promising. Was ist denn heute mit dem Fokus? Das sieht sehr, sehr promising aus. Wir versuchen das mal. Oh ja, aha. Oha, oha. Ja, ja, ja. Das hatte ich ja auch. Oh mein Gott. Das ist wunderschön. Oh mein Gott, ist diese Farbe geil. Die ist so seidig weich. Oh, und man kann sie noch aufbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie wunderschön. Ich muss immer die Hintergrundfarbe ändern. Irgendwie. Bisschen. Ja, sonst ist hier gleich alles grün, das wollen wir auch nicht. Ich glaube, dieses Grün spricht für sich. Ich finde es großartig schön. Ich würde jetzt gerne nochmal hier in Moss einmal gehen und das hier hinten noch so ein bisschen hinpacken. Oh, auch geil. Oh, das dunkelt nochmal richtig gut ab. Geil. Liebe ist. Und für den Inner Corner möchte ich hier gerne dieses Ray nehmen. Das ist so ein bisschen Duochromium. Das ist so leicht grünlich. Ja, ja, ja. Aber dafür brauche ich jetzt auf jeden Fall, ich glaube, ich nehme mal einen Spoolie, weil das mit dem Finger sehr, sehr gut funktioniert. Dann wird es mit dem Spoolie wahrscheinlich auch gut funktionieren. Und setze das hier nochmal ins Inner Corner. Ja, Mann. That's what I'm talking about. Oh Mann, ich hatte eigentlich noch einen ganz anderen Plan. Vielleicht muss ich den gleich mal über den Haufen werfen. Oh mein Gott, geil. Doch, doch, wunderschön. Ich liebe es. Ich glaube, ich mache jetzt einmal ganz kurz den unteren Wimpernkranz und dann bin ich gleich wieder da. Eine Minute, 37 Sekunden später. Man könnte sagen, es ist ein bisschen grüne Overboard gegangen. Also, ich sag mal so, es war, die Schimmer waren perfekt. Die Matten sind ein kleines bisschen Arbeit, aber okay. Ich habe jetzt noch eine Sache, die ich irgendwie wahrscheinlich mit der Carnival 3 besser kombinieren hätte können. Aber lass nicht drüber reden, ich bin klug, wissen wir alle. Und habe noch dieses Quattro 5er
was auch immer. Was aktivierte Liner gekauft von Beauty Bay? Und zwar sind das die hier. Ja, die Farben passen richtig gut jetzt. Mhm. Also ich bin am überlegen, ob ich gelb und weiß nehme und vielleicht einfach irgendwie so irgendein Muster noch mit hinmale, weil ich irgendwie gerade richtig so die Feenfantasie mal wieder da bekommen habe. Waldelfe, irgendwie sowas. Bin ich sehr versucht. Ich muss mal gucken. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich einen Liner in den... Ich glaube... Versuch mal erstmal das Weiß, damit ich mal sehen kann, wie so pigmentationmäßig was da ist. Okay, mal so. So. Sieht gar nicht schlecht aus. Das ist nur die Frage, was mache ich? Keine Ahnung. Okay, ich bin ganz ehrlich, einen wirklichen Plan habe ich nicht. Aber ich glaube, ich werde jetzt statt dem Weiß erstmal mit dem Gelb anfangen, weil mich das sehr interessiert und ich will mal gerne gucken, ob das überhaupt zu meinem Grün passt. Ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann, aber es ist sehr Neon und ich habe einfach irgendwie Angst, dass ich es damit kaputt mache. Ah, shit! Machen das jetzt auch nochmal. Es stand übrigens, by the way, dabei, wenn man die Farben knalliger haben will, soll man mit dem Weiß drunter arbeiten, aber ich möchte das jetzt tatsächlich gerne hier mal mit dem Grün so ein bisschen kombinieren. Und ich muss auch sagen, dass die Pigmentierung trotz des Hinweises, nicht tief und da tief und so, ne, nicht schlecht ist. Ich finde es süß. I like. Ja, das mache ich, glaube ich, auch nochmal im Inner Corner. Okay, also ich habe jetzt hier einmal diesen Liner, einmal, zweimal, you know what I mean. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, nochmal irgendwie mit diesem Weiß nochmal und dem Gelb irgendwie irgendwas creative daraus zu machen. Ich habe noch keine Ahnung was, aber ja, yeah, we will see, I guess, ne? Ein paar Sekunden später. So, okay, ich glaube, ich lasse es einfach so. Ich wollte ursprünglich, glaube ich, eigentlich in eine ganz andere Richtung. Aber irgendwie, ja, never mind, ich glaube, ich lasse es so. Ich finde es ganz süß. Ich hatte nämlich erst überlegt, ob ich irgendwie sowas mit Ranken mache und Blumenmustern so. Das ist hier so ein bisschen langrankt. Sowas in der Art hatte ich schon mal gemacht. Aber ich dachte mir so, nee, bei den Farben irgendwie passt das so, glaube ich, wie es ist, ganz gut. Ich würde, glaube ich, einmal ganz kurz euch die Farben nochmal auf meinem Handrücken einmal swatchen, damit ihr mal seht. Weil ich finde, die sind sehr, sehr gut für den Preis. Die sind relativ günstig. Im Vergleich zumindest auf jeden Fall zu Suva und was weiß ich nicht alles. Und die performt nicht schlechter. Ja, man sieht schon, man hat hier einmal Weiß. Ich würde sagen, das ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, grundsätzlich stand drauf, dass man das als Basis für alle nehmen kann bzw. soll. Habe ich jetzt nicht und ich glaube, das Gelb ist schon trotzdem ziemlich gut, obwohl da ziemlich viel Pigment drunter ist. Dann haben wir hier einmal das Orange. Mhm. Also es ist jetzt ein bisschen wässrig noch, also man kann es auch noch ein bisschen zähflüssiger auftragen. Dann kommen wir zu diesem Violett, bin ich auch sehr gespannt. Schwupp. Mhm. Dann, wie gesagt, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass da nicht noch Violett im Pinsel ist, weil sonst wird das eklig. Kommen wir zu dem Gelb. Ja, da ist ein bisschen viel Wasser drin, merke ich gerade in meinem Pinsel noch. Zack, stell bitte scharf, dankeschön. Und dann Pink. Bin ich auch sehr gespannt. Weil gerade so Neonfarben brauchen wir ja doch gefühlt immer mal wieder. Also ich zumindest. Vielleicht nicht, keine Ahnung. Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne Neonfarben benutzt. Bam! Ich glaube, ja. Die haben auch Namen. Das Weiß, UFO, Electric, Pixie, Solar und Burst. Finde ich sehr, sehr geil. Eine, glaube ich, der besten Investition ever. Ich bin jetzt schon sehr glücklich. Finde ich sehr geil. Jetzt muss ich das nur noch wieder von meinem Handrücken haben einmal. Zack. Das ist halt immer der Vorteil bei wasseraktivierten Linern. Die gehen einfach super leicht wieder runter. Das war's. Finde ich sehr schön. Keine Sauerei. Was auch generell übrigens ein guter Tipp ist, wenn ihr wasseraktivierte Liner zum Beispiel habt. Wenn euch der irgendwie spitze oder so nicht gefällt, nehmt ein bisschen feuchten Pinsel und geht einfach nur an der Kante einmal lang. Den. Und zack, habt ihr Sharp Edges des Todes. Geil. Immer gut. Super, super praktisch, super, super einfach. Deswegen allein schon liebe ich wasseraktivierte Liner, weil es so unglaublich einfach ist, damit zu arbeiten. Weiß noch nicht, was ich für Lashes benutze. Punkt. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal ganz kurz Lashes und dann sind wir irgendwie gleich wieder da. Irgendwann später. Okay, ich habe mir nochmal einmal schnell Flex Lashes aufgeklebt von BH mit Alicia Marie. Schon ganz cute, I like this. Aber wir haben natürlich noch Lippenprodukte. Genau, das Love-Paket. Und ich kann euch sagen, es ist very cute. Ich habe schon mal den Versandzettel abgemacht. Es ist very cute, nämlich erstmal ist der Karton abartig groß. Ich weiß nicht genau warum, aber ja. Und es sind nicht nur die süßesten Lippenstifte der Welt drin, sondern auch noch, weil es ist 90s Hits, ist die Collection, gibt es auch einfach Scrunchies. Ich glaube, es waren 4 Stück. Ich muss mal buddeln. Warte mal. Wir haben einmal 4 Scrunchies. Schon mal sehr geil. Da sind die Lippenstifte schon mal drauf zu sehen. 1, 2. Ah, es ist kompliziert. 3 und 4. So, Karton weg. Naja, ein bisschen im Bild, aber nevermind. Das ist The Love zusammen mit
Trichik. Diese vier wundervoll süßen Packagings. Ich liebe diese dreieckige Form. Richtig geil. I'm a 90s Baby. Dementsprechend finde ich es richtig, richtig cute und ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen. Pack jetzt einfach mal irgendeinen aus. Es sind wieder Velvet Matte Lipsticks und ich liebe die Lipsticks. Moment, die haben Nummern. Wir haben Respect, das ist Nummer 1. 2 ist Strength. 3 ist Courage und 4 ist Independent. Und ich glaube, die gehen hier alle an der Seite auf, weil da ist so ein Klebi. Jetzt mal eine Biere, wollte ich sagen. Und versuche das einmal. Ah, geh auf. So, und dann machen wir das hier mal auf. Oh mein Gott, wie cute. Oh mein Gott, wie cute ist dieses Packaging. Ich liebe es aus Pappe. Wie cool ist das bitte? Weiß noch nicht, wie es aufgeht. Okay, geil. Oh mein Gott, Leute. Man drückt einfach hier oben drauf. Zack, und dann geht er auf. Oh mein Gott, wie cool. Das ist nicht auch bei Fenty, dass man irgendwo drückt und dann geht das raus und so. Boah, geil. Sie haben einfach Fenty nachgemacht. Love, ich fühle das. Ich finde das geil. Aber man darf auch den Preis von Fenty nicht vergessen. Und den Preis von Love, ne? Also dann, wie cool einfach. Wie cool einfach. Oh mein Gott. Wir gucken uns die jetzt alle einmal an. Einmal aufgeschnitten. Nummer 1, Respect. Dieses Pinke hier. Was ist denn Respect? Die haben auch alle ein unterschiedliches Design. Hier sind so kleine Wellenformen. Und es ist anscheinend so ein Coral Red. Also nicht ganz genau, nur oben drücken. Sehr schöne Farbe. Ja, komm. Soll ich die alle auf den Lippen einmal swatchen? Ja, komm, mach. Was soll der Geiz? Das wird wahrscheinlich meine Lippen töten. Vielleicht auch nicht, weil andere sich sind die Lippenstifte sehr angenehm. Wir gucken mal. Auf jeden Fall außen Velvet, auch matt. Ich finde es sehr schön. Okay. Süße Farbe. Ist jetzt natürlich intens in Kombination mit allem. Aber ich mag die Farbe. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, sie beißt sich ein kleines bisschen mit meinen Haaren. Aber an sich sehr schön. Tragegefühl super, super angenehm. Man sieht, es ist ein bisschen halt Velvet matt. Aber es ist sehr, sehr angenehm und fühlt sich sehr, sehr weich auf den Lippen. Das ist super, super schön. I like that very much. Ich würde mal sagen, wir machen weiter mit der Nummer 2. Die Nummer 2 ist Strength. Das ist dieses blaue Paketchen hier. Sieht ein bisschen aus, als wäre da Streusel drauf. Und das sieht auf dem Lippenstift auch so aus, als wäre da Streusel drauf. Das ist wohl, ja, mehr rot auf jeden Fall. Feier das Packaging. Schöne Farbe. Okay, bei dem bin ich sehr gespannt. Ja, well, okay, schön ist es jetzt auf jeden Fall nicht, aber... Also der Auftrag nicht, aber die Farbe ist sehr geil. Es gibt mir voll die Cherry Blossom Vibes. Geile Farben, sehr schönes Rot, so leicht pinkstichig, finde ich, aber super, super schön. Hätte man definitiv einen Lip Liner für gebraucht, aber come on, ich mache da jetzt nicht auch noch für jedes Mal Lip Liner, also wer die Zeit darf. Aber sehr, sehr, sehr schöne Farbe, I like. Und irgendwie gefällt mir die Kombi mit Bold Lip und Bold Eye auch, ich weiß nicht. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Die Nummer 3 ist Courage. So, das ist... Promising. Ich liebe dieses Packaging auch wieder. Oh mein Gott, so cute. Die Farbe, so leicht Rosenholzton, finde ich sehr interessant. Die Farbe ist einfach meine Lippenfarbe in besser. Auch sehr, sehr schön. Meine Haarfarbe, I don't know if I like it, aber ich glaube gerade so bei braunen oder dunklen Haaren generell wird das super, super schön aussehen. Sehr schöne Farbe. Wie gesagt, super weich und super pflegend sind die halt alle. Und jetzt bin ich natürlich auch last but not least auf die Nummer 4 sehr gespannt, was das für eine Farbe ist. Meine Lippen haben mittlerweile ein bisschen gelitten, aber noch geht's. So, die Nummer 4, Independence. Ich bin sehr gespannt. Auch wieder sehr süß. Sehr, oh, sehr pink, okay. Wir schauen mal. Ja. Oh Mann, ich hätte gerne einen Nude gehabt. Aber okay, wir nehmen jetzt das mal. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, it's very pink. Ich glaube, wie gesagt, auch mit dunklen Haaren oder mit blonden Haaren ist das bestimmt eine schöne Farbe. Aber ihr kennt mich, ich bin nicht so der größte Pink-Fan. Auch wenn ich die Farbe irgendwie fun finde. Aber halt nicht in Kombination mit meinen Haaren. Das ist irgendwie too much. Ich habe irgendwie hab das Gefühl, ich wäre direkt ein Barbie-Girl. Und das ist irgendwie... Das ist nicht mein Geschmack, aber eigentlich ist es eine schöne Farbe. Und ich finde es schade, dass ich da mal so gegen bin. Die Farbe ist cool. Doch, aber nicht an mir. Nee. Aber es ist eine sehr schöne Farbe. Und wie gesagt, ich liebe dieses Packaging. Cute sind die bitte. Einfach diese ganz unterschiedlichen Designs. I like it. Ich finde es richtig, richtig cute. Richtig schön, richtig hochwertig. So wie immer eigentlich bei Love. Welche Überraschung. Wie gesagt, mir fehlt vielleicht ein kleines bisschen irgendwas mehr Nudiges. Das Einzige, was halbwegs nude war, war ja Courage. Und wirklich nude war das auch nicht, weil das schon sehr rosenholzfarben war. Irgendwie hätte ich gerne ein bisschen mehr nude gehabt. Aber okay, andersrum 90s. War da nude? Nee, war eigentlich nicht. Aber ich hätte gerne nude. Okay, ich weiß. Das macht gar keinen Sinn, aber ich hätte trotzdem gerne eins gehabt. Aber nein, Props an euch dafür, dass ihr das wirklich hart durchgezogen habt. Zu dem Look bin ich gerade überlegen, welche ich dafür nehme. Ich glaube, ich nehme dann nochmal Respect. Und dann nehme ich überhaupt davon. Ich kann mich gerade gar nicht entscheiden, was ich jetzt auf die Lippen mache. Ich muss da aber nochmal ganz, ganz kurz in mich gehen. Okay, ich habe mir jetzt spontan nochmal für einen Nude Foundation Liner und Nude Foundation Gloss einfach entschieden, weil I don't know if it's too much otherwise. So, also, ja, ich glaube, das reicht.
So. Irgendwie ist es nicht ganz geworden, das, was ich zwischendurch im Kopf hatte, weil sonst wollte ich nämlich eben noch so kleine Öhrchen sozusagen so da drauf machen. Entweder so klein oder so ein bisschen größere. Ich glaube, das ist auch so ein Purchase, den ich irgendwie einfach wieder gemacht habe, weil I was sad and I wanted fairy ears. Also, ja. Mein TikTok ist voll damit gefühlt, als jeder die. I don't know why. Aber auf jeden Fall ist es jetzt doch kein fairy look geworden. Es ist jetzt irgendwie eine Mischung aus Cyberpunk and I don't know what geworden. Aber cute. I like. Also die Palette. An sich finde ich die sehr, sehr schön. Gerade die Schimmer sind bomb.com. Richtig, richtig, richtig schön. Bei den matten Shades hatte ich jetzt ein bisschen Probleme, gerade was das Ausblenden angeht. Aber ich glaube, das sieht man, wenn man den Schimmer drüber gemacht hat, nicht mehr. Also die Farbrange einfach voll mein Ding. Diese ganzen grün, blau gedeckten Töne so. Bald halt auch richtig mega schön. Die Liner gefallen mir auch super, super gut. Gerade die sind sehr, sehr günstig. Und von jetzt waren sie noch viel günstiger. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet haben. Guck mal kurz. Ja, die Palette hat jetzt noch 8,40 gekostet, also das ist echt nicht viel. Die Palette hat 10,15 gekostet und die große Carnival jetzt noch 35,55. Also war alles ein Schnapper. Wie gesagt, die Carnival, davon gehe ich aus, dass sie geil ist. Also brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und gerade jetzt zu Valentinstag ist das natürlich eine sehr schöne Palette mit den ganzen Pinktönen. Oh, und der Liner. Oh mein Gott, ja, das ist auch perfekt. Ich habe nämlich noch so ein, zwei Sachen im Petto für den Valentinstag, weil anscheinend ist das ein Ding, für mich nicht so wirklich, aber für einige Brands. Dementsprechend gibt es da auf jeden Fall zwei Sachen, bei denen ich sehr excited bin. Eine Sache wird es, glaube ich, nur auf Instagram geben, weil das vielleicht auch auf TikTok mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall kommt noch ein Paket, auf das ich sehr gespannt bin. Das wird auf jeden Fall das nächste Video sein und ich freue mich schon sehr. Wenn ihr das sehen wollt, abonniert diesen Kanal sehr gerne. Wenn ihr es noch nicht habt, dann aktiviert die Glocke, um das Video auf jeden Fall nicht zu verpassen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und den Lipstick finde ich sehr, sehr schön, wie immer. Was soll ich sagen? Ich liebe dieses Packaging. Ich finde allein dieses mit dem Dreieck super süß. Ich liebe die 90s. Also ich finde das super süß, halt diesem Öffnen hier oben zum Drücken und dann einfach so zum Rausziehen. Boah, cool, ich liebe es. Ich hoffe, dass das halt nach 50.000 Mal auch immer noch funktioniert. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das vielleicht irgendwann in den Lippenstift nicht mehr rauskriegt. Das wäre nicht so gut. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich liebe es sehr. Wie gesagt, eine der Aktionen kommt auf Instagram. Da dürft ihr mir dann auch sehr, sehr gerne folgen. Wenn ihr es noch nicht tut, dann kommt dann dieser Look bestimmt auch und viele andere noch. Ja, TikTok mache ich ein bisschen funny Sachen, wie ich finde, und ein bisschen Make-up. Und lasst euch einfach überraschen, würde ich sagen. Ich tue es auch. Ich glaube, ihr seid jetzt völlig im Bilde. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, ob ihr diese Palette ausprobiert habt. Wenn ja, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wie die bei euch performt hat, ob ich jetzt einfach irgendwie dämlich war. Und auch bei der Carnival 3 würde ich sehr interessieren, ob bei euch das Gefühl ähnlich ist wie das, was ich gehört habe, dass die Carnival 2, die ist diese XL, ist die 2? Die Carnival XL 2? Ist das die 2? Nope. Nee, die Carnival XL, nicht die 2. Ich glaube, die 2 war ganz komisch, die war es nicht mehr. Genau, die Carnival, ob die so von euch auch besser noch performt hat als die Carnival 3, das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das auch sehr gerne in die Kommentare. Ja, ich glaube, das war's. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf Instagram oder auf TikTok oder beide sehen und oder hören. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und bis bald, ihr Lieben. Macht's gut, bye. Oh, sind meine Clips noch drin. Ja, dann machen wir die vielleicht nochmal raus. Hair is a chaotic mess, as always. Don't we love this? Cool. Oh, ich mag diese Scrunchies. Aber die. Oh, das wurde jetzt vielleicht nicht so gut für den Pullover. Ich möchte mir so eine dumme Palme oben drauf machen. Nein, die ist hier so hoch. Oh mein Gott, nein, I can't. Oh mein Gott, nein, I can't. I can't do that. It's... Okay, einmal fürs Video, okay? Einmal, damit wir ganz kurz ridiculous aussehen. I'm a genie in a bottle. Oh mein Gott. Ich brauche Koffein. Das ist nicht okay.